Die Saat der Traubeneiche im Spessart hat eine jahrhundertealte Tradition. Sie ist sogar Teil des immateriellen Kulturerbes der Landesliste Bayern. Und auch wenn wir hier im Betrieb der Bayerischen Staatsforsten sind, so hat doch die lokale Bevölkerung eine sehr enge Verbundenheit mit dieser Tradition der Saat in der Traubeneiche. Aber schauen wir uns doch mal die einzelnen Arbeitsschritte genauer an. Vom Sammeln der Samen bis hin zur fertigen Saat. Bevor man Eicheln säen kann, muss man sie allerdings erstmal gesammelt haben. Wann ist denn eigentlich der richtige Zeitpunkt, um Eicheln der Traubeneiche zu sammeln? Die Problematik bei der Eichelsammelaktion ist zunächst mal, dass wir erst relativ spät im Jahr überhaupt erkennen können, ob wir eine ausnutzbare Eichelmast bekommen. Alles andere vorher ist also Mutmaßung. Eigentlich kann man erst Anfang September erkennen und verifizieren, ob wir eine ausnutzbare Eichelmast bekommen, weil die Eicheln der Traubeneiche ja in Büscheln zusammensitzen und auch mit einem guten Fernglas sieht man das nur relativ ungenau. Aus diesem Grund machen wir dann in den bekannten Sammelbeständen sogenannte Probefällungen, das heißt vorherrschende Bäume werden gefällt und man schaut dann, ob das eine gute ausnutzbare Eichelmast ist. Wenn das der Fall ist, so wie dieses Jahr, beginnen wir mit der Sammelaktion etwa Anfang Oktober. Jetzt kann man ja nicht überall sammeln, sondern man muss Orte festlegen, wo die Bevölkerung sammeln kann. Wo wird denn konkret gesammelt und gleichzeitig wie organisieren Sie das mit der lokalen Bevölkerung? Wir haben im Bereich des Forstbetriebs Roten Buch zum Glück eine große Anzahl von anerkannten Sammelbeständen, sogenannten Erntezulassungsbeständen. Die sind im sogenannten Saatzulassungsregister mit einer eigenen Nummer gekennzeichnet. Und in diesen Beständen dürfen wir prinzipiell sammeln und wir müssen uns vor Beginn der Sammelaktion einen Überblick verschaffen, welche Bestände wir freigeben wollen. Dann findet zu Beginn der Sammelaktion eine Informationsveranstaltung in regional getrennten Bereichen statt, wo die Revierleiter die Regularien der Sammelaktion nochmal darstellen, beispielsweise welche Saatgut gute Eicheln sind, wo also die Eicheln qualitätsgeschädigt sind. Dann ist der Hinweis wichtig, dass wir nur Saatgut der Traubeneiche annehmen, weil wir eine Sortenreinheit haben wollen und keine Stieleichen, die es aber in den Randbereichen, vor allen Dingen an Flurbäumen oft gibt oder in Parks, sind also Stieleichen, die wir hier im Spessart nicht aussehen wollen. Und da werden eben die Unterschiede bei den Eicheln dann gezeigt. Und die Leute werden in den ersten Erntebestand dann örtlich eingewiesen, bekommen eine Karte und einen Sammelerlaubnisschein. Sie dürfen nur mit diesem Sammelerlaubnisschein in den Wald raus und Eicheln sammeln und müssen ihn immer dabei haben. Und müssen das Saatgut auch am Ende des Tages, am Ende von jedem Sammeltag abgeben. Und das Gewicht wird dann gewogen und in den Sammelschein und in ein sogenanntes Sammelbuch, was am Fassbetrieb ist, übertragen. Und das geht dann fortlaufend die ganzen Sammeltage zu. Wir sammeln so circa 4 Wochen und danach weiß dann jeder, kann er sich ausrechnen, was er an Aufwandsentschädigung dafür bekommt, weil wir bekommen ja die Sammler nur, wenn wir für den Aufwand, den sie haben, und der ist nicht unbeträchtlich, eine entsprechende Aufwandsentschädigung ihnen geben. Die diesjährige Halbmast hat ja ein sehr gutes Sammelergebnis gebracht. Das sieht man hier an der Sammel- und Lagerungsstelle. Woran erkennt man eine gute Lagerung? Ganz wichtig und essentiell ist die Trockenheit, dass die Eicheln trocken gelagert werden. Das heißt also, wenn sie angeliefert werden, achten wir immer darauf, ob Feuchtigkeit in den Säcken ist. Das steht auch in unseren Sammelbedingungen drin, dass nur also trockenes Saatgut angenommen wird. Und wichtig ist dann eben die Bodenoberfläche, wo das Saatgut also gelagert wird. Deshalb bietet sich hier diese Lagerhalle, die zwar offen ist, aber wo ein trockener Betonboden ist, an. Und wir haben auch nach Erntebeständen, was ja wichtig ist, wenn Saatgut aus unserem Fassbetrieb abfließt, dass das nach Erntebeständen getrennt ist. Deshalb hier diese unterschiedlichen Lagerboxen mit den Erntebeständen. Und da jetzt hier nur noch Saatgut ist, was wir für unseren Eigenbedarf brauchen und das also noch 1-2 Wochen dauert, bis dann alle Flächen vorbereitet sind, muss das Saatgut ständig umgeschaufelt werden, damit sich
unten keine Feuchtigkeit bildet oder die Feuchtigkeit jedenfalls minimiert wird. Und die guten Eicheln erkennt man schon mal an der gleichmäßigen Farbe erst einmal. Und man kann dann schon mal eine Art Druckprobe machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diese Eichel, die ist also schön fest, wenn ich die dann aufschneide, dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass die innen weiß ist. Das ist also hier der Fall. Das ist eine gesunde Eichel. Dann habe ich also andere, wo ich also hier schon Anzeichen von Schimmelpilzbildung habe. Das kann man jetzt also wahrscheinlich nicht genau sagen. So, und da sehen wir jetzt hier, die ist also braun. Also diese Eichel wird also nicht mehr keimen. Dann haben wir Eicheln, die vom Kernbohrer, von einem Käfer, praktisch also angefressen sind. Da gehe ich davon aus, dass die auch nicht mehr keimt und innen auch braun ist. So, und genau dies ist der Fall. Also das ist auch eine schlechte Eichel. Diese hier ist also fest, hat keine äußeren Merkmale, Schimmel oder ähnliches. Ja, das ist wieder eine gute, gesunde Eichel. Ja, und wichtig ist eben, dass vom Zeitpunkt der Sammlung bis zur Ausbringung möglichst wenig Zeit verstreicht. Wir schauen, dass wir das Saatgut dann immer innerhalb von 3 bis spätestens 4 Wochen in den Boden bringen. Aber deshalb bringen wir auch lieber etwas mehr Saatgut aus. Das ist ja im Gesamtkostenfaktor ein nicht so hoher Investitionskostenpunkt. Und wir haben also so viele Eicheln, die auf die Fläche kommen, dass also das Keimprozent wurde ja jetzt auch, wenn die Kollegen vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten kommen, wird also so eine Schnittprobe durchgeführt. Da lag also die Anzahl der keimfähigen, gesunden Eicheln bei ca. 80%. Und das zeigt also, dass das also dann ausreichend Saatgut ist, was gut auf die Fläche kommt und woraus sehr gute und zahlreiche, dichte Eichenkulturen entstehen. Das ist ja jetzt hier alles Saatgut Traubeneiche. Und dennoch gibt es ganz unterschiedliche Färbungen bei den Eicheln. Hat das eine besondere Bedeutung? Das hat also keine besondere Bedeutung. Also im Allgemeinen ist es so, dass also die frischer gesammelten Eicheln eigentlich meistens noch heller sind. Und je länger sie dann in den Lagerboxen sind, desto mehr dunkeln sie danach. Aber solange die Eicheln praktisch also druckfest sind und keine Kernkäfer oder Schimmelpilze haben, sind sie also keimfähig. Das andere, was man hier beobachten kann, ist, dass die meisten der Eicheln ja schon eine gewisse Keimwurzel entwickelt haben. Wie ist das zu bewerten? Das spielt für die Keimfähigkeit keine Rolle. Das ist also unvermeidlich, dass wenn Eicheln innerhalb eines Zeitraums von 4 Wochen vom Zeitpunkt des Sammelns bis dass es in die Erde kommt, ist, dass die eine Wurzel bilden, auch wenn diese Keimwurzeln dann abbrechen und die Eichel ist gesund, dann keimt sie im Boden trotzdem noch. Nochmal zum weiter den nächsten Schritten. Also solange man mit dem Vermehrungsgut im eigenen Forstbetrieb bleibt, ist man ja relativ frei auch mit den einzelnen Beständen, aus denen das Saatgut gewonnen wurde. Wenn das weiter rausgeht in andere Betriebe, worauf muss man da achten, wenn Sie das vielleicht nochmal beleuchten könnten? Es ist also wichtig, dass das Eichelsaatgut nach den einzelnen Erntebeständen gesammelt und gelagert und abgegeben wird. Deshalb haben wir ja diese unterschiedlichen Lagerboxen und sobald Saatgut, auch wenn es nur 4 Zentner sind, an eine Baumschule oder an eine Kommune geht, dann muss ein sogenanntes Stammzertifikat ausgestellt werden. Da ist der Kollege vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, das sind in Unterfranken 2 Kollegen, die das ausstellen. Mit denen müssen wir dann Termine ausmachen und dann wird aus den Lagerboxen das Saatgut also ausgewogen, eine Schnittprobe gemacht und dann wird es das sogenannte Stammzertifikat mit der Nummer von dem Erntebestand ausgestellt und damit ist sichergestellt, dass das von der Sammlung bis dass es im Wald ausgebracht wird, nachverfolgbar ist. Und das ist eben die Folge des neuen Saat- und Pflanzgutgesetzes auch, was ja auch schon seit über 10 Jahren in der Kraft ist, aber was letztendlich sicherstellt, dass kein Saatgut, was anders deklariert ist, bei uns im Wald ausgebracht wird.